Vor ein paar Jahren fand eine hitzige Debatte statt, die im ersten Krieg der Bitcoin-Welt endete. Die Meinungsverschiedenheiten drehten sich darum, wie groß Blöcke der Blockchain sein sollten, wie einfach es sein sollte, Bitcoins Regeln zu ändern und letztendlich ging es um Kontrolle. Willkommen zurück zu einem neuen Video auf dem YouTube-Kanal von blockchainwelt.de. Heute geht es um den Block Size War, also den Krieg darum, wie groß Blöcke der Bitcoin-Blockchain sein sollten. Das Ganze ist zwischen 2015 und 2017 passiert und wurde von dem Autor Jonathan Beer in seinem Buch The Block Size War festgehalten. Ein paar Tweets von Elon Musk haben kürzlich dazu geführt, dass einige Neulinge sich noch einmal mit den Trade-offs von größeren Blöcken beschäftigt haben, denn es ist nicht ganz so einfach, wie er es vorschlägt. Ich gebe euch zunächst eine kleine Übersicht, was so die Pro- und Kontra-Argumente für größere Blöcke sind, bevor wir dann chronologisch durch die Events laufen und auch die verschiedenen Charaktere, die im Krieg beteiligt waren, kennenlernen. Die Hauptuneinigkeit bestand in den folgenden Punkten. Sollen Blöcke voll sein oder ständig eine Überkapazität haben? Sollten sich die Protokollregeln bezüglich der Blockgröße einfach ändern oder robust sein und sich nur ändern, wenn die große Mehrheit dies wünscht? Die Bedeutung, eine Node, also einen Netzwerkknoten, als normaler Nutzer zu betreiben und der Unterschied, ob man schnelleren Gewinn von Marktanteilen in einer Startup-Manier möchte oder die Konzentration auf Langfristigkeit, bei der man Jahrzehnte vorausdenken muss, um Entscheidungen zu treffen. Sergio Lerner hat es ziemlich genau zusammengefasst. Es gibt zwei Gruppen von Menschen, die zwei verschiedene Visionen für Bitcoin haben. Keine dieser Visionen ist falsch. Die eine Gruppe legt mehr Wert auf Dinge wie Dezentralisierung, Mangel an Regierung, Widerstand gegen Zensur und Anonymität. Diese Gruppe denkt, dass Bitcoin unsere Welt in 20 bis 30 Jahren verändern wird. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es von äußerster Wichtigkeit, sich an diese Werte zu halten. Es gibt keine Eile. Die andere Gruppe legt mehr Wert auf Dinge wie das Erreichen von 1 Milliarde Nutzern in den nächsten 5 Jahren oder die wirklich banklosen Nutzer heute zu bedienen, auch wenn das eine politische Einigung erfordert. Beide Visionen haben ihre Vorzüge, aber sie sind unvereinbar. Kurz zusammengefasst, große Blöcke haben eher eine kurzfristige Priorisierung, achten auf User Experience und Wachstum und haben eher eine Business-Fokussierung. Kleine Blöcke hingegen haben eine langfristige Priorisierung, achten auf Systemresilienz und Nachhaltigkeit und sind mehr wissenschaftlich und theoretisch. Und größere Blöcke klingen natürlich erstmal sehr gut. Ich meine, mehr Transaktionen pro Sekunde und günstige Transaktionen sind ja erstmal eine gute Sache. Aber es gibt verschiedene Nachteile. Größere Blöcke führen zu größeren Blockchains, die es für den durchschnittlichen Nutzer schwieriger machen, sie zu betreiben. Das bedeutet weniger Nodes und damit weniger Dezentralität. Transaktionsgebühren sind außerdem notwendig, wenn die Blockbelohnung immer niedriger wird durch das Halving, um die Miner weiter zu incentivieren. Es ist außerdem eine klare Änderung der Protokollregeln. Wir werden später sehen, warum eine Robustheit der bestehenden Regeln eines der wichtigsten Elemente von Bitcoin ist. Der erste, aber wie ihr sehen werdet, nicht letzte Vorschlag der Gruppe, die gerne größere Blöcke hätte, war Bitcoin XT. Es war ein Vorschlag, der die Blockgröße von 1 MB auf 8 MB erhöht und alle 2 Jahre verdoppeln würde, bis 2036, wo die Blockgröße etwa 8 GB betragen würde. Dieses Software-Update wäre inkompatibel mit bestehenden Nodes, das heißt, es ist ein Hard Fork, eine Ausweitung statt eine Verschärfung der bestehenden Protokollregeln. Bitcoin XT wurde von Mike Hearn entwickelt und gewann an Zugkraft, nachdem Gavin Andreessen sagte, dass er es unterstützt. Als Satoshi, der Schöpfer von Bitcoin, das Projekt 2012 verließ, wurde Gavin Andreessen gewissermaßen zum neuen Leader des Bitcoin-Projekts, da Satoshi ihn fragte, ob er Gavins E-Mail-Adresse auf die Bitcoin-Homepage setzen könnte. Ich war die Person, an die sich jeder wandte, wenn er etwas über Bitcoin wissen wollte. Satoshi fing an, als Leiter des Projekts zurückzutreten und mich als Leiter des Projekts nach vorne zu schieben. Gavin war in der Community sehr respektiert und wurde als der Main Guy, also der wichtigste Mann, gesehen. Er war zudem der erste bezahlte Bitcoin-Entwickler. Das gab Bitcoin XT natürlich eine Menge Glaubwürdigkeit. Das große Blockerlager hatte zu dieser Zeit auch sicherlich die Nase vorn, wenn es um soziale Medien ging. Im Allgemeinen waren die meisten Posts zur Unterstützung der größeren Blöcke. Die Botschaft der größeren Blöcke war klar und einfach. Bitcoin brauchte mehr Kapazität. Für den gewöhnlichen Beobachter waren die Argumente dagegen typischerweise sehr komplex und etwas verwirrend. Und obendrein schien 1 Megabyte einfach eine niedrige Zahl zu sein und die Geschichte der Informatik handelte von exponentiell wachsender Kapazität. Am Anfang von Bitcoin gab es tatsächlich gar kein Block-Size-Limit. Satoshi hat das 1 Megabyte Block-Size-Limit im Sommer von 2010 eingeführt, ohne eine wirkliche Erklärung dafür zu liefern. Aber das war tatsächlich ziemlich typisch für ihn. Der Grund war wahrscheinlich, dass Blöcke, die größer als 32 MB waren, das System zu diesem Zeitpunkt hätte sprengen können. Es gibt jedoch keinen Hinweis darauf, dass das 1 MB Limit eine dauerhafte Lösung war, die Satoshi anstrebte. Satoshi machte viele Kommentare während der ersten 2 Jahre seines Engagements, von denen man sagen könnte, dass sie beide Seiten in diesem Krieg unterstützten.
Im Allgemeinen könnte man sagen, dass die Zitate darauf hindeuten, dass Satoshi die großen Blocker in Bezug auf das Thema des Block-Size-Limits und des Transaktionsdurchsatzes im Großen und Ganzen zu unterstützen schien, aber Satoshi schien die Position der kleineren Blocker in Bezug auf ihre Ansicht über die Flexibilität der Bitcoin-Regeln zu unterstützen. Im Jahr 2015 hat er sich mit einer E-Mail erneut in den Block-Size-Krieg eingeschaltet. Viele vermuten, dass diese E-Mail nicht von ihm kam, sondern der Account gehackt wurde. Aber ob es er war oder nicht, die Botschaft ist wichtig. Bitcoin wurde entworfen, um vor dem Einfluss charismatischer Leader geschützt zu sein. Auch wenn sie Gavin Andresen, Barack Obama oder Satoshi Nakamoto heißen. Fast jeder muss einer Änderung zustimmen und Nutzer müssen es tun, ohne dazu gezwungen oder unter Druck gesetzt zu werden. Das ist meiner Meinung nach ein sehr zentraler Punkt und demontiert so ein bisschen das Argument, dass falls Satoshi größere Blöcke wollte und das seine Vision ist, dann sollten wir größere Blöcke haben. Es ist nicht bekannt, ob er seine Meinung während der Diskussion geändert hat, als mehr und mehr Informationen zur Verfügung standen. Und das spielt auch keine Rolle. Wenn er Änderungen der Protokollregeln entscheiden könnte, wäre Bitcoin ein gescheitertes Projekt. Wenn zwei Entwickler Bitcoin forken können und es schaffen, neu zu definieren, was Bitcoin ist, angesichts weit verbreiteter technischer Kritik und durch den Einsatz populistischer Taktiken, dann habe ich keine Wahl, Bitcoin zu einem gescheiterten Projekt zu erklären. Große Blocker wollten Blöcke, die nicht voll sind, um günstige Transaktionen zu ermöglichen. Die kleinen Blocker waren aber der Meinung, dass langfristig gesehen es sowieso nur so sein kann, dass die Blöcke immer voll sind. Wenn es keinen Überschuss an Transaktionen gibt, gibt es auch kein Bietverfahren auf die Transaktionsgebühren. Durch die Halbierung der Blockbelohnung alle 4 Jahre hätten die Miner immer weniger Anreiz, Blöcke zu minen, wenn es keine Transaktionsgebühren gibt. Dies ist als Todesspirale des Gebührenmarktes bekannt. Auch hier sieht man, dass die kleinen Blocker Jahrzehnte vorausgedacht haben und die Nachhaltigkeit der schnelleren Adoption vorgezogen haben. Während des Block-Size-Krieges gab es außerdem verschiedenste Konferenzen von Montreal zu Hongkong, wo letztendlich klar wurde, dass ein Update auf 8 MB der Block-Size nicht der richtige Weg nach vorne ist. Dabei war Bitcoin XT im Grunde tot. Eine Erhöhung auf 2 MB war jedoch noch auf dem Tisch. Ich dachte über den immensen Druck nach, der von großen wirtschaftlichen und politischen Akteuren auf Bitcoin ausgeübt werden würde, wenn Bitcoin wächst. Es würde das, was Mike und Gavin taten, im Vergleich dazu winzig aussehen lassen. Ich begann zu erkennen, dass die Regeln des Netzwerks robust sein müssen. Es spielt keine Rolle, wer versucht, die Regeln zu ändern oder ob es eine gute Idee ist oder nicht. Und wie ich bereits sagte, ist das meiner Meinung nach eine Schlüsselerkenntnis. Bitcoin funktioniert und ist erfolgreich, weil es beweist, dass es nicht veränderbar ist. Es existiert einfach, ob man es mag oder nicht, und man kann Bitcoin nicht kontrollieren oder die Regeln nach seinem Geschmack ändern. Eine Änderung einzuführen, die von 2 Leuten angeführt wird, die Kontrolle ausüben wollen, würde zu weiteren Änderungen durch Einzelpersonen führen, die schlichtweg nicht passieren sollten. Es muss wirklich schwierig sein, eine Regel zu ändern. Das erinnerte mich an ein Zitat von Winston Churchill: Die Demokratie ist die schlechteste Regierungsform, abgesehen von allen anderen. Vielleicht ist ein System, in dem die Regeln des Status quo vorherrschen, es sei denn, es gibt einen überwältigenden Konsens für eine Änderung, die schlechteste Form der Bitcoin-Regierungsform, abgesehen von allen anderen. Was den Krieg wirklich interessant gemacht hat, ist, dass ein Bitcoin-Entwickler einen Weg gefunden hat, die Block-Size durch einen Soft-Fork zu erhöhen, anstatt durch einen Hard-Fork. Das bedeutet, dass der neue Client nicht inkompatibel mit dem vorherigen Client ist. Die Lösung wird Segregated Witness oder kurz SegWit genannt. Das bedeutete, dass die Signaturdaten einen Discount bei der Berechnung erhielten, aber das Gesamtlimit würde bei rund 2 MB liegen. Was natürlich das ist, was viele Leute zu wollen schienen, eine Erhöhung des Block-Size-Limits auf rund 2 MB. Der Vorschlag war einfach so gut, dass es keine stichhaltigen Argumente gegen ihn gab. Das war ein großer Schritt nach vorne für die kleinen Blocker, die keinen Hardfork und einen möglichen Chainsplit, der damit verbunden ist, haben wollten. Das Problem war, dass SegWit extrem kompliziert war, nicht einmal jeder Entwickler verstand es. Dies ist ein wiederkehrendes Thema. Die kleinen Blocker hatten die technisch kompliziertesten Ideen, die nicht einfach zu kommunizieren sind und oft missverstanden werden. Um SegWit Realität werden zu lassen, muss es zunächst entwickelt werden und dann müssen 95% der Miner, eine überwältigende Mehrheit, Unterstützung für SegWit signalisieren, um es zu aktivieren. So ist es auch mit dem neuesten Taproot-Update, was eine Unterstützung von 99% erhielt und damit im November aktiviert wird. Ein weiterer Vorteil des SegWit Soft Fork war, dass so das Lightning Network ermöglicht wurde. Eine Lösung zur Transaktionsskalierung, bei der keine größeren Blöcke benötigt werden. Bei Lightning sendet man eine Transaktion nicht an alle, sondern nur an den Peer, mit dem man über ein paar Routen durch einen Zahlungskanal transagieren möchte. Wenn man einen Zahlungskanal schließt, gibt es eine Endabrechnung über die Blockchain. Das bedeutet, dass man eine unendliche Anzahl von Lightning-Transaktionen innerhalb eines einzigen Blockchain-Eintrags haben kann. Und das macht für normale Zahlungen Sinn, denn wenn jemand einen Kaffee in Frankreich mit Bitcoin kauft, warum sollte ein Händler, der Konzertkarten in Japan verkauft, diese Transaktion prüfen müssen? Die steigenden Gebühren aufgrund höherer Nachfrage und kleiner Blöcke vertrieben die Händler. Das war frustrierend für die großen Blocker, die sich mehr auf die geschäftliche Seite von Bitcoin konzentrierten.
Für die kleineren Blocker war Bitcoin jedoch weder ein Business noch ein Zahlungssystem, das es mit Visa, PayPal und Mastercard aufnimmt. Es war eine neue Form des Geldes, etwas viel ehrgeizigeres und potenziell viel transformierendes für die Gesellschaft und die Wirtschaft. Im Allgemeinen hatten die kleinen Blocker nichts dagegen, dass Bitcoin ein schnelles und billiges Zahlungssystem wurde. Es kam nur an zweiter Stelle hinter ihrer Hauptpriorität, die eine robuste und neue Form von Geld war. Im Januar 2016 war Mike Hearn, der Bitcoin-XT-Entwickler, so frustriert über den Verlauf der Debatte, dass er behauptete, Bitcoin sei ein gescheitertes Projekt und er werde alle seine Coins verkaufen. Nach seinem Rage-Quit wurde er quasi durch Jihan Wu ersetzt, den Co-CEO von Bitmain, der Mining-Equipment produzierte und zu dem Zeitpunkt die größten Mining-Pools betrieb. Nachdem Bitcoin XT also tot war, hatten die großen Blocker einen neuen Vorschlag, und zwar Bitcoin Classic, der auch von vielen Branchenakteuren durchaus unterstützt wurde, darunter unter anderem Coinbase. Es wurde immer beliebter, hatte aber massive Schwächen bei der Aktivierung, die nur von wirklich technisch versierten Leuten verstanden wurden. Bitcoin schien mir auf eine große Krise und Spaltung zuzusteuern. An diesem Punkt des Krieges waren die größeren Blocker in einer stärkeren Position als je zuvor, während die kleineren Blocker noch einige Tricks im Ärmel hatten. Bitcoin war am Rande einer katastrophalen Niederlage. Nach Jihan Wu betrat ein weiterer Spieler das Spiel. Dieser Typ, Craig Wright, auch bekannt als Fake Toshi. Craig Wright, der ein großer Blocker war, behauptete, er sei Satoshi Nakamoto und hat dementsprechend Bitcoin erfunden. Gavin Andresen supportete diese Aussage und meinte, er hätte kryptografische Beweise dafür gesehen. Dies ist der Punkt, an dem viele Dinge für die großen Blocker bergab gingen. Viele von ihnen glaubten an Fake Toshi, auch wenn es ziemlich offensichtlich war, dass er ein Betrüger ist. Als er zu Aspekten des Bitcoin-Protokolls befragt wurde, verfügte er nicht über das entsprechende technische Wissen. Er schrieb zudem auch einen langen Blogpost, in dem er erklärte, warum er Satoshi ist, anstatt es einfach mit einer Signatur von Satoshi zu beweisen. Gavin Andresen hat durch diesen Vorfall stark an Glaubwürdigkeit verloren. Dieser ganze Skandal war ein großer Schlag für Gavins Ruf und ein großer Gewinn für die kleinen Blocker. Gavin hatte der Seite der großen Blocker eine große, selbst zugefügte Wunde zugefügt und er hatte niemanden außer sich selbst die Schuld daran zu geben. Fast parallel dazu gab es einen weiteren Vorfall, der Vision der kleinen Blocker half, der Ethereum DAO-Hack. Nachdem jemand die Gelder der DAO gestohlen hatte, beschloss die Ethereum Foundation, die Blockchain umzukehren und auf diese Weise einen Hardfork zu verursachen. Was passierte, ist eine Spaltung in Ethereum und Ethereum Classic. Und während Ethereum heute viel größer ist als Ethereum Classic, gibt es Letzteres immer noch. Dies war ein Präzedenzfall dafür, was passieren könnte, wenn Bitcoin einen Hardfork macht, der die Miner in Angst versetzte. Bitcoin Classic würde Bitcoin nicht ersetzen, beide würden koexistieren. Es sah nun unwahrscheinlich aus, dass Bitcoin Classic kurzfristig aktiviert wird. Ironischerweise, auch wenn die meisten kleinen Blocker das nicht gerne zugeben werden, hat Ethereum vielleicht Bitcoin gerettet. Leider haben die Leute in diesem Bereich jedoch ein kurzes Gedächtnis. Was ist also passiert? Bitcoin Classic verlor an Momentum und die großen Blocker kamen mit einer neuen Idee auf. Bitcoin Unlimited. Das Problem mit dieser Idee war, dass sie neben dem Block-Size-Limit noch andere Dinge ändern wollten, was zu einem technisch mangelhaften Projekt und einer weniger einfachen Kommunikation führte. An diesem Punkt wird der Krieg immer hitziger, weil die Beteiligten nach und nach an Geduld verlieren und so die Spannung in der Community weiter steigt. Der Fokus verlagerte sich nun auf die Idee, dass die größeren Blocker zu Bitcoin Unlimited übergehen und dann auch die ursprüngliche, kleinere Blockchain angreifen würden, indem sie leere Blöcke minen und alle Blöcke mit Transaktionen verweisen lassen. Jihan Wu und Gavin Andresen machten das auch deutlich. Es ist vielleicht nicht notwendig, sie anzugreifen, aber sie anzugreifen ist immer eine Option. Zu verhindern, dass ein Minderheiten-Hashrate-Fork irgendwelche Transaktionen bestätigt, ist eine gute Idee. Sie haben sogar ein Budget von 100 Millionen US-Dollar für diesen Angriff bereitgestellt. Wenn man darüber nachdenkt, ist das gegen alles, was Bitcoin repräsentiert. Aber um fair zu sein, einige kleinere Blocker hatten ebenfalls einige unmoralische, fragwürdige Aktionen. Die nächste wichtige Auswirkung auf den Block-Size-Krieg war, dass die Börse Bitfinex Terminkontrakte für Bitcoin Unlimited versus Bitcoin Core auflistete. Die großen Blocker dachten immer, sie würden gewinnen, sobald der Markt entscheiden kann, welcher Bitcoin der bessere ist. Nun, es stellte sich heraus, dass sie mit dieser Annahme falsch lag. Der Bitcoin Unlimited Token erreichte nie mehr als 20% des Preises von Bitcoin Core. Schließlich ist der Bitcoin Unlimited Token Ende 2017 wertlos verfallen, sodass kein Bitcoin Unlimited bezogener Chainsplit stattgefunden hat. Um an dieser Stelle einfach mal ein kurzes Recap zu geben, zunächst ist Bitcoin XT gescheitert, dann ist Bitcoin Classic gescheitert und dann ist auch Bitcoin Unlimited gescheitert. Zur Erinnerung, damit SegWit aktiviert werden konnte, war eine Aktivierungsschwelle von 95% der Miner notwendig. Das war zu diesem Zeitpunkt sehr unwahrscheinlich. Aber neben Bitcoin gab es noch Litecoin, das nur eine Aktivierungsschwelle von 75% hatte. Die kleinen Blocker diskutierten, dass Litecoin ein guter Testlauf für SegWit sein könnte und die Litecoin-Community nahm den Softfork mit offenen Armen auf
weil es bedeutete, dass Litecoin der Bitcoin-Entwicklung einen Schritt voraus ist. Aber natürlich fand die gleiche Debatte über kleine oder größere Blöcke dann auch bei Litecoin statt. Letztendlich wurde SegWit auf Litecoin im Mai 2017 dennoch aktiviert. Dieser ganze Vorfall führte zudem zu einer neuen Strategie, den UASF, User Activated Soft Fork. Das bedeutet, dass Benutzer, die Nodes betreiben, anstelle von Minern ein Signal für SegWit geben können. Diese Nodes lassen keine Nicht-SegWit-Blöcke von Minern zu. Wenn also eine ausreichende Anzahl von Nodes für SegWit signalisiert, haben die Miner keine Wahl, als auf SegWit umzustellen. Ansonsten werden ihre Blöcke zurückgewiesen. Bisher wurde kein User-Activated Softfork verwendet, aber das Wissen, dass dies funktioniert, zeigt letztlich, dass die Miner nicht die ultimative Macht über das Netzwerk haben, sondern die Netzwerkknoten und damit End-User. Der Krieg erreichte kurz darauf mit dem New Yorker Abkommen einen neuen Höhepunkt. Am 22. Mai 2017 gab es ein Treffen hinter verschlossenen Türen in New York mit Leuten wie Barry Silbert und Jihan Wu. Das Abkommen war, wie Bitcoin von hier aus fortfahren sollte, und enthielt das folgende: Aktiviere Segregated Witness bei einem Schwellenwert von 80% und signalisiere bei Bit 4. Aktiviere einen 2 MB Hardfork innerhalb von 6 Monaten. Dies sollte den Konflikt in gewisser Weise lösen, indem es einen Softfork und einen Hardfork gibt, also quasi eine Sache für die kleineren Blocker und einen für die größeren Blocker. Was es jedoch wirklich war, war ein Angriff von Institutionen auf das Bitcoin-Netzwerk. Was die kleinen Blocker betrifft, so gab es keine Vertretung von ihnen in New York und ihre Ansichten wurden in der Vereinbarung in keiner Weise reflektiert. Bemerkenswert ist, dass das Abkommen keinen Bezug auf die Idee nahm, dass Bitcoin-Nutzer das Protokoll kontrollieren und dass die Unterstützung der Nutzer notwendig war, bevor die Regeln geändert wurden. Das New York Agreement hat nicht einmal ein Lippenbekenntnis zu der Idee abgelegt, dass die Nutzer ein Mitspracherecht haben sollten. Es wurde so dargestellt, als ob die großen Unternehmen in diesem Bereich den Nutzern die Regeln von oben nach unten aufzwingen würden. Es fühlte sich an wie eine Drohung oder ein Ultimatum. Die SegWit-Aktivierungsphase war ein komplettes Chaos mit Minern, die überall und an den falschen Bits fleckten oder anzeigten, dass sie einen Client betreiben, der noch gar nicht existierte. Aber trotzdem wurde SegWit schlussendlich auf Bitcoin aktiviert. Etwas, das für eine lange Zeit des Block-Size-Krieges fast undenkbar war. Gegen Ende Juli 2017 hat Bitmain endlich für Bit 1 gefleckt, nur ein paar Tage vor der Deadline. Die kleinen Blocker waren ekstatisch. Nach einer zermürbenden Kampagne, mehr als 10 Monate nach der Veröffentlichung von SegWit, hatte der größte Miner in diesem Bereich endlich Unterstützung dafür gefleckt. Und warum? Wegen der Bedrohung des User-Activated Softfork. Das war ein enormer David-gegen-Goliath-Sieg. Im wahren Geist von Bitcoin und seinem pseudonymen Schöpfer Satoshi ging der User-Activated Softfork nicht aus einem offiziellen, geschlossenen Treffen am runden Tisch unter den großen Spielern hervor. Stattdessen wurde er in der Öffentlichkeit veröffentlicht und von einem pseudonymen Entwickler, Shaolin Fry, gefördert. Irgendwie waren eine pseudonyme Person, ein paar Grassroots-Hardcore-Anhänger und ein paar Kappen, die von Samson Moe in Auftrag gegeben wurden, gegen ein Multimilliarden-Dollar-Unternehmen Bitmain angetreten, das von vielen anderen gut kapitalisierten Unternehmen unterstützt wurde, und hatten gewonnen. Ich erinnere mich, dass ich dachte, dass so etwas nur in Bitcoin passieren kann. Also wurde SegWit aktiviert, das war jedoch nur Teil 1 des New Yorker Abkommens. Der zweite Teil war der Hardfork auf ein 2 MB Block-Size-Limit, bekannt als das 2x des SegWit 2x-Vorschlags. Und viele Branchenteilnehmer wollten nicht, dass dies ein anderer Coin ist, es sollte in ihren Augen Bitcoin sein. Doch immer mehr große Blocker bekamen das Gefühl, dass dieser Teil des Abkommens scheitern wird. Also begannen sie, über neue Lösungen nachzudenken. Nach Bitcoin XT, Classic und Unlimited zeichnete sich ein neuer Coin ab. Bitcoin Cash. Hier ist ein guter Punkt, um einen weiteren Charakter vorzustellen, der Teil des Block-Size-Kriegs war, Roger Ver. Zu sagen, dass Roger Ver von Bitcoin begeistert war, ist eine Untertreibung. Als er Bitcoin zum ersten Mal entdeckte, soll Roger so begeistert von der Möglichkeit gewesen sein, dass er für mehrere Tage ins Krankenhaus musste. Aber wer ist er? In den früheren Tagen war er einer der stärksten Förderer von Bitcoin und interessierte sich mehr für den Zahlungsteil des Netzwerkes, was ihn zu einem großen Blocker machte. Er war zudem der Besitzer der Bitcoin.com-Website. Wenn der 2x-Teil von SegWit2x nicht aktiviert wird, wird Bitcoin.com sofort alle Unternehmensressourcen auf die ausschließliche Unterstützung von Bitcoin Cash umstellen. Und Bitcoin Cash ist tatsächlich nur einen Monat nach Entstehen der Idee gestartet. Parallel dazu zogen sich einige Unterstützer des New Yorker Abkommens zurück, weil die Implementierung keinen Replay-Schutz hatte, was einen Angriffsvektor schuf. Die großen Blocker haben SegWit2x nie wirklich unterstützt. Ihre Herzen gingen an Bitcoin Cash. SegWit2x hatte keine Unterstützung durch die Nutzer. Es hatte kein Node-Netzwerk, fast alle liefen mit Bitcoin Core. Die Exchanges lehnten SegWit2x entweder ab oder nahmen eine neutrale Haltung ein.
Segwit2x war tot. Die kleinen Blocker standen vor einem sensationellen Sieg. Es war nicht mehr eine Frage des Ob, sondern des Wann. Der 2x-Teil scheiterte und wurde nie implementiert. Am Mittwoch, den 8. November 2017, wurde eine E-Mail an die Segwit2x-Mailingliste geschickt. Die E-Mail war im Wesentlichen eine bedingungslose Kapitulation. Phase 2 des New Yorker Abkommens wurde offiziell aufgegeben. Damit war der Krieg vorbei. Die kleinen Blocker hatten gewonnen. Allerdings waren nicht alle damit einverstanden. Einige Leute, besonders einige der großen Blocker, interpretierten den Krieg als eine Schlacht zwischen Bitcoin Core und den Minern. In ihren Köpfen hatte Bitcoin Core gewonnen und die Miner hatten verloren. Daher kontrollierten die Bitcoin Core Entwickler nun Bitcoin. In den Köpfen einiger Leute ist die Idee eines Systems, das von den Endnutzern kontrolliert wird, zu schwer zu fassen. Stattdessen suchen sie nach jemandem oder einer Entität, die das System kontrolliert. Das letzte, was in diesem ganzen Krieg zu erwähnen ist, ist Bitcoin SV oder Bitcoin Satoshi Vision, ein Hardfork von Bitcoin Cash. Es ist Craig Wrights gewählter Coin und das ist so ziemlich das Interessanteste daran. Ob Bitcoin in der Lage ist, auch ohne große Blöcke als Zahlungssystem zu skalieren, bleibt abzuwarten. Lightning ist erst ein paar Jahre alt und wird immer besser. Die Bitcoin-Adoption in El Salvador wird ein gutes Experiment sein, um zu sehen, wie weit Lightning gekommen ist. Wie immer sind die kleinen Blocker nicht in Eile. Dies wird außerdem nicht der letzte Bitcoin-Krieg sein. Der nächste wird sich wahrscheinlich um Regulierungen, Privatsphäre und Zensurwiderstand drehen. Der Traum von einer Welt, in der gewöhnliche Menschen die ultimative und direkte Kontrolle über die Regeln ihres Geldes haben, lebt jedoch zumindest vorerst weiter. Wenn du bis zu diesem Punkt gekommen bist, sage ich vielen Dank fürs Zuschauen.